Bei dieser Videoserie geht's mit Reini Richtung Westen. Wir fahren nach Italien, in die Schweiz und landen sogar in Frankreich. Die höchsten Gipfel wie der Col d'Isaron und der Stilfsejoch sind noch gesperrt. Zu viel Schnee liegt in den Bergen. Im Tal hat es 30 Grad und oben nur plus 5 Grad. Los geht's nach dem Intro. Da ich schon um 4:30 munter war, nutze ich die Gunst des Morgens und spaziere mal hinaus vom Hotel auf die andere Seite hinüber zum Lago Maggiore. Die Stadt wacht gerade auf, es ist noch nicht viel los und das ist eine der besten Zeiten am Tag, finde ich. Morgenstimmung am See, am Lago Maggiore. Die Sonne geht auf. Guten Morgen vom Lago Maggiore. Wir haben gut geschlafen, ich zumindest. Wir haben jetzt zwei Extrazimmer gehabt, der Reini und ich, im Hotel. War super. Wir gehen jetzt frühstücken und werden dann weiterfahren. Geplant ist es, dass wir Richtung Aostatal fahren heute. Das Wetter ist super, Sonnenschein. Es soll bis 26 Grad heute kriegen, also passt es schon. Das ist unser Hotel, das Indra Hotel in Vervagna. Die Motorräder konnten hinten im Innenhof parken, war ganz lässig. Guten Morgen! Guten Morgen. Der Reini ist schon ganz munter, trink einmal einen Schluck Kaffee, weil es aufwacht. Wo fahren wir hin, Reini, heute? Schauen wir mal, Aostasusa, sehen wir es eh. Ach so, Aostatal, gell? Aostatal, ja. Genau, wie weit ist da? Ich schätze 180 Kilometer. Ja, das geht, gell? Jetzt sind wir über 2 gefahren, oder? Ja, über 300. Über 300, das ist schon zart. Jetzt wollen wir heute ein bisschen weniger. Und 7 Berge. Ja, genau, 7000 Höhenmeter sind wir gestern gefahren. Das war ein bisschen viel, 350 Kilometer. Jetzt gehen wir es heute ein bisschen gemütlicher an. Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal, Prost. Es ist Montag, Berufsverkehr. Schauen wir, wie wir weiterkommen. Weiterkommen da am See, ja. Genau. Und das ist unser Frühstücksraum. Mit Blick am See. Und wenn ihr mal in Vervagna seid, dann besucht unbedingt das Indra Hotel mit der Fashion-Besitzerin. Hallo! Wir starten wieder am Lago Maggiore in Vervagna. Geht's los? Geht schon, Reini? So, da! Auf geht's! Da können wir noch rechts fahren, genau. Passt aber. Danke schön, sehr freundlich. So, sind wir wieder auf der Piste. Genau, also 200 Meter dritte Ausfahrt. Okay. Also im Prinzip geradeaus. Ja, da ist schon schön was los, schau wieder. Ja. Aber siehst du ein bisschen bedeckt heute? Heute ist bedeckt, ja. Aber ist nicht gut davor. Ja, ist nicht so warm. Wir haben jetzt 20 Grad. Ich habe immer noch mal lange Unterhosen an. Dafür nur ein kurzes Leiberl und die Motorradjacken. Ich habe kurzes Leiberl, kurze Hosen und die Motorradhosen. Ja, der Reini ist hitzig, Herze. Der Reini hat noch eine Hitze im Körper. Ich brauche es immer, weil die Autos, was mir deppert auf die Nerven gehen. Ja, genau, sonst kochst du wieder auf. Dann. Ja, man stiegen ein, regnet alles. Ja, passt alles. Genau, wunderbar da am Lago Maggiore. Die üppige Vegetation, gell? Das ist schon richtig super. Da sind Palmen und Zypressen und die großen, wie heißt die Gummibäume, die sind richtig 3 Stock hoch da. Das ist schon lässig. Da schauen wir nochmal oben zum See. Und da sieht man die schönen Häuser, da rechts oben die rosa Villa, wunderbar. Die Palmen. Ja, es ist schon eine herrliche Gegend da. Und da rechts oben am Kran ist ein riesen Gummibaum. In ein paar Meter Höhe. Und wir fahren jetzt ins Hinterland, gell? Wir fahren Richtung Süden. Zuerst Süden. Ja, Nordwesten. Schau, wie schön da ist der See. Überall die Villen, die gefallen mir so gut. Da schau die Gröbe an. Wahnsinn! Ja, mit dem Dach oben, wo du sitzen kannst.
Das ist richtig lässig. Da kommen schon die schönen Autos, ein Maserati treffen, wie es ausschaut. Ja, drei Maserati oder vier. Ah, nein, da kommen noch welche. Ein fünfter, ein sechster. In alle Farben. Ja, super. Ich möchte auch nie mehr arm sein, Reini. Ich bin's aber. Mei, du Armer. Der Reini hat gesagt, ich soll die Kamera einschalten wegen dem scheinen Ausblick. Aber ich weiß nicht, ob er gemeint hat, zum See den Ausblick oder See. Auf da vorne, auf das Motorrad, was vor mir fährt, die Französin da vorne oben. Das ist Baujahr 46. Wie? Vive la France, hat er gesagt. Schau, das schaut gar nicht schlecht aus, oder? Und so schön ist es da am Lago Maggiore. Schaut euch das an. Wahnsinn! Und das ist der Blick auf die andere Seite. Die Kurven sind so schön. Da sind so schöne Kurven jetzt. Und es ist so kühl da neben dem Bach entlang. Es ist so herrlich fahren. Wir fahren ins Landesinnere jetzt. Aber so richtig lässig. Hey. So, jetzt haben wir einen schönen Weinort. Überall schöne Villen. Schöne pastellfarbige Häuser in Gelb, Orange, blumengeschmückte Balkone, Zitronenbäume, Palmen, Zypressen und Zedern. Alles da, was man braucht. Da ist es ganz schön schmal da herinnen gewesen jetzt. Da vorne Kirche und sicher die Bar, die obligatorische. Da ist auch schon was. Lounge Bar. So 100 Kilometer aber schon wieder hinter uns, auf dem Weg ins Ostertal. Es geht immer so auf Hauptstraßen und Nebenstraßen dahin, teilweise durch schöne Landschaft und teilweise einfach nur auf der Autobahn oder auf der Stellstraße dahin. Aber nicht schlecht, Reini, da, oder? Was sagst du? Ja, jetzt kommen wir rechts. Rechts, da links geht es nach Ivrea und rechts von mir Richtung Donato. So. Noch an der Schnellstraße aus. Schon wieder so eine Schnellstraße, genau so eine typische da. Da ist wieder eine von den typischen Schnellstraßen. Da geht es so dahin. 70 ist angeschrieben oder empfohlen, fährt man so um die 100. Das ist für den Winter, glaube ich. Ah ja, für den Winter, klar. Und da geht es so schön dahin. Ja, genau. Und da ist es so schön grün und kühl ist es da. Nehmen wir wieder, dürfte das auch Bach nehmen sein. Und so geht es dahin die ganze Zeit. Wenn es nicht gerade durch Orte und kleinere Straßen geht. Und das taugt dem Reini, gell? Ja. Ja, mir auch. Ey. Für das bin ich. Da geht es jetzt ordentlich runter. Und das ist eine gute Aussicht da gewesen gerade ins Tal. Ja, da sieht man ein bisschen. So schaut es da aus. Wow! Wahnsinn! Ja, super! Ja! Gut! Nächster Tag geht es aus, der Tal wahrscheinlich entscheide. Ja, da geht es schon eine rechts jetzt, gell? Und so sind die typisch kleinen Orte im Pyrmont, schauen die aus. Richtig lässig. Und da sind einfach die Ziegen im Vorhof von Haus. Kilometer vor dem Ostertal machen wir die erste Pause. Nach fast 150 Kilometern sind wir, glaube ich, schon gefahren. Jetzt gibt es einmal einen guten Cappuccino.
Da ist wieder so ein Castello Saint-Germain. Und da ist die Straße gesperrt, deswegen kann man bis auf die Autobahn ausweichen. Ja, da ist sie gesperrt, auf links geht es nicht momentan. Wir sind schon in Aosta und hinten der große, mächtige, weiße Berg mit Gletscher ist bereits der Mont Blanc. Und da gehen wir morgen auf rein, gell? Oder fahren wir auf mit den Maschinen? Fahren wir auf, gell? Gipfelstrecken fahren wir auf und hinten oben. Und es hat 27,5 Grad. So warm war es auf der Reise noch nie. Ambulanza. Ja, schaut aus wie das Krankenhaus, genau. So, wir sind angekommen am Camping Monte Bianco. So, da ist die Rezeption. Wir können nachher einchecken, hat er gesagt. Oder? Und da geht es rechts runter den Weg dorthin, wo man mit dem Zelt schlafen kann. Wir machen es wirklich, wir schlafen mit dem Zelt heute. Ha. Richtig super. Da ist super beim Reini, da kann man sich schon hinparken im Schatten. Das hat der Reini sehr gerne im Schatten stehen. Schatten ist super. Oh, und da ist neben der Fluss. Jetzt sind wir am Campingplatz und bauen unsere Zelte auf. Da hinten stehen die Motorräder in so einer Art Carport. Und neben ist der Fluss und der ist ziemlich laut. Der Reini ist ein Blitzzeltaufbauer, der keine 5 Minuten braucht. Ha? Ja. Heute wollen wir es echt wissen, wir haben die Zelte aufgebaut. Zum ersten Mal da hinten schlafen wir im Zelt, seit sehr langer Zeit, ich zumindest. Und es hat 28 Grad, also es ist recht warm, aber es passt schon. So, der Reini ist schon voll motiviert für einen großen St. Bernhard, oder? Hoffentlich ist es nicht so kalt. Oh je, yeah, hoffentlich, ja. Was hast du für Abzeichen? Jetzt immer gerade aus. Okay. Da auf, oder? Jetzt sind wir schon draußen aus Aosta. Hinten sieht man schon den großen St. Bernhard. Jetzt sind wir auf der alten St. Bernhardstraße. Da war gerade links eine Abzweigung für die Autobahn. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen so richtig nach Oldschool aufgefahren. So wie es immer aufgefahren sind. Ja, kommt wieder eine schöne Serpentine. Ah, ein schönes Tal. Wow, hey. Wirklich schön da. Da campieren sie auch, die Camper. Aber es hat nur bei 18 Grad. Was ja angenehmer ist wie 28, oder? Da vorne sieht man schon die Serpentinen, was raufgeht. Das ist recht eine sanfte Steigung, haben sie gewählt. Und sehr lange Serpentinen. Da sieht man es wieder. Und da sind die Hannibal-Elefanten, der ist ja da drüber. Super. Der Groß, das gibt es auch. Man sagt ja, wenn zu der Zeit war es ja noch wärmer wie jetzt, weil da quasi keine Gletscher gegeben hat. Ach so. Ja, vor 2000 Jahren oder 1500 Jahren. Siehst du da oben, siehst du es? Ja. 2100 haben wir schon und da geht es schon ganz schön oben. Ja. Da ist wieder gut, wenn man schwindelfrei ist. Ja, aber das haben wir eh, Gott sei Dank. Und der Schnee kommt wieder. Sehr gut. Wir sind doch nicht oben, ein Stückchen geht's noch auf. Auf, ich muss ich auf auf den Berg. Reini, du auch? Ja. Oben ist der Bernhardinerhund. Ist auf vor. Vor. Und da ist noch ein Schnee an Urlichen. Der Paar ist auch noch zu, hat sie. Super, schaut's einmal da auf. Wow.
Jetzt geht es dem Himmel entgegen. Füße nicht mehr dazwischen. Braver Tiger! Er blubbert schon wieder. Blubber, 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 blubber. Da bist du da, ich steig jetzt auf. Oben sich ist schon so irgendwas, eine Säule. Der wird noch, der wird noch. Ja, der schläft da. Oder ist das auch so ein Fotograf? Das sind die Heizungen. Da musst du die Heizung einschalten. Wie viel Grad haben wir nicht? 14 Grad haben wir rein. Aber wie lange im Unterhaus noch? Das ist nicht cool. Nein. Ja, das geht. Schau den Felsen an da vorne. Wow! Die Schneefelder, da fährt man mitten durch. Ey. Mitten durch die Schneefelder geht's durch. Da Straßen drüber bauen ist schon legendär. Leck mich im Arsch. Leck. Mobilfunk. Ja, haben wir schon gekriegt. Geh weg da, weg mit dem Scheiß da. Mobile Daten aus. 60 Euro. Nein, das ist wieder deppert. Lieber Einskunde, bisher sind Kosten für mobile Daten im Ausland in der Höhe von 48 Euro angefallen. Jetzt sind wir oben am großen St. Bernhard. Und hinter mir die Bernhardiner. Da ist noch richtig viel Schnee herum. Der See ist noch voll mit Eis bedeckt. Und hinten bei den Häusern ist die Schweizer Seite. Und in der Schneehöhle warten die Bernhardiner auf ihren Einsatz. In der Oster haben wir noch geredet darüber, dass wir die mobilen Daten ausschalten. Leider habe ich dann wieder drauf vergessen. Und so war ich zu nah an der Schweizer Grenze. Und da haben 3 Megabyte gleich einmal 60 Euro gekostet. Da muss man Lehrgeld zahlen, wenn man nicht aufpasst. Und so schaut es da herum aus. Und es kommt sogar die Sonne heraus. Es ist richtig frisch, aber trotzdem lässig, dass man einmal im Leben da ist. Ja, und da gibt es eine schöne Ferrari auch noch. Ein 3.8er GTS. Das ist richtig, weiß er nicht, was er will. Jetzt sind wir oben, der Reini und ich am großen St. Bernhard. He? Die Fahrt war nicht schlecht, auf, gell? Perfekt. Perfekte Fahrt, super Straßen, alles gut ausgebaut, nicht zu steile Serpentinen heute. Gell? Das ist ganz anders wie der Stelvio, das geht viel, viel flacher auf da. Und jetzt haben wir dann angeschaut, die Souvenirgeschäfte da drin, das ist sehr günstig, wie man es eher erwartet von der Schweiz. Ja, Schweiz ist. Also ein Dosel Bier, 5 Schweizer Franken, ein kleines Dosel Bier, 0,33. Aber wir brauchen ja keins und die anderen Souvenire auch, so ein Leiberl so um 59 Franken. Gell? Souvenir lasst man aus, oder? Sehr. Brauchen wir nicht. Ein kleines Buch über St. Bernhard, 29 Franken. 29 Franken, genau. Ja, ich habe schon Deppensteuer einzahlt, leider bin ich da zu knapp zur Grenze gefahren und hat mir gleich mein Handybetreiber 48 Euro abgebucht für nichts eigentlich. Ja? Aber das ist so. Da oben sieht man bei dem Berg richtig, wie die Wolken schnell ziehen. Da unten ist eigentlich einigermaßen windstill, aber oben bläst es ganz schön. Also der muss ein Foto machen. Der Reini macht Verkehrskontrolle am großen St. Bernhard. Schaut mal sein Gesicht an, schaut aus wie ein Polizist. Das ist nur zum Lachen. Wahnsinn. Der Reini hat das unter Kontrolle da. Jetzt kommt doch leicht die Sonne raus. Ich warte nämlich immer, bis die Sonne kommt. Schaut alles gleich besser aus. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe es erwartet. Es zahlt sich immer aus Worten. Großer St. Bernhard Pass mit Sonne. Ja, genau so habe ich das wollen. Wie super das da ist. Alles noch zugefahren. Der See, das wird noch dauern, falls er überhaupt jemals auftaucht.
Ja. Der ist schon ganz erwartungsvoll und das hat Spitzen einmal. Der Reini, der ist immer schneller wie ich. So, jetzt fahren wir da einmal drüber. Einmal fahren wir drüber, damit wir das auch oben haben. Ja, und da scheint die Sonne. Da scheint gar nicht. Da ist es schön und der Bernhardiner ist da. Souvenir, Schokolade. Da ist drei. Oh, schau wie schön. Oh, und da hat es auch genug Schnee. Aber wir fahren jetzt nicht runter nach Martigny. Wir fahren wieder zurück ins Austertal, weil wir campen dort heute unten. Das tun wir heute. So, schaut das aus von der anderen Seite. So, da. Super schaut das aus. Lac du Grand Saint-Bernard. Oh, da kommt da Wasser raus aus dem Berg. Oh la la. So gut. Ah, der spritzt, der Reini. Der Reini spritzt. Mit seinem Ausschau, wie es da rinnt. Es dauert schon, ja? Da. Da sind wir schon. Da sind wir. Oh, Maria spritzt. Ja, da halten wir Abstand. Schauen, da ist schon die Polizei. Der kriegt schon einen Strafzettel. Genau, was hat denn der falsch gemacht? Ja, Grenze. Grenzkontrolle. Da ist der Napoleon. Da ist die Statue. Ah, der ist mit einer Esel drüber geritten. Ja, das ist die Statue. Da können wir hintreffahren. Da, schaut, da kannst du anschauen, da hinten. Kannst du hintreffahren? Ja, kannst du hintreffahren, da. Da ist die Statue vom großen St. Bernhard. Und da ist die Statue vom heiligen Bernhard. Und so schaut es von der italienischen Seite aus. Ist auch sehr schön da. Obwohl alles ein bisschen kitschig ist da herum mit Souvenirständen und drumherum, aber trotzdem glaube ich, will man als Motorradfahrer einmal im Leben am großen St. Bernhard oben sein. Reini, ich mag gar nicht mehr runterfahren, du? Da fahr ich da lang. Da unten ist so warm, oder? Ja. Ja, 28 Grad, aber herrlich. Ey. Und da haben wir Zähne wahrscheinlich. Ja, genau, das ist kalt. Reini ist schon kalt. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. This is the man with the Genebee. This is very good. Jausen mit Nussbrot, selbst gemacht. Das ist jetzt einmal das Mittagessen. Und da sind wir runtergefahren. Das Ganze sind wir runtergefahren.
1300 Höhenmeter geht es da runter, aber wir sind jetzt gestärkt, Reini, gell, nach der Jausen, nach der Gurten, mit dem Speck und den Schinken und der Wurst, auch der Wurst war keine, und dem Brot mit Nüssen, hat er gesagt. Selbstgemachtes Brot mit Nüsse, das war gut. Jetzt geht es mit dem Bach entlang, da rechts ist der Bach, und geht es wieder raus. Das Wetter ist jetzt wieder schöner, als es zuerst war. Am Nachmittag, da ist der schöne Fluss. Jetzt geht es wieder zurück hinunter zum Campingplatz Bianco nach Aosta. Und so schaut es weiter herunten aus. Das war jetzt ein schönes Motiv da um mich. Wahnsinn! Jetzt sind wir ganz entspannt, ha? Wahnsinn, jetzt ist richtig schön geworden. Ein letzter Blick zurück zu den hohen Bergen, bevor wir wieder eintauchen. Ah, da gibt es Früchte. Fichi, Pesche, Fragole, Ciliegie. Und dann sind wir schon wieder zurück am Camping Monte Bianco in Sarre im Val di Aosta, wo der Fluss neben uns rauscht. Und morgen geht's weiter auf den kleinen St. Bernard, Petite St. Bernard, auf den Col de la Madeleine, wo wir eine gute Pizza zum Mittag essen bei dem herrlichen Ausblick. Dann besuchen wir den Lac de Montgenis, wo die Kühe am Rand grasen. Und dann sind wir schon in Susa, wo wir im Hotel Susa übernachten.